Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Genji. In der letzten Folge haben sich Benki und Yoshitsune wieder mal zusammengetan und sich darauf geeinigt, den Fürsten von der Heishi zu stürmen, weil sie plötzlich nicht mehr der Meinung waren, sie müssten zusammengehen und dann wieder doch. Es macht alles keinen Sinn, aber was Sinn gemacht hat, war die Tatsache, dass wir sinnloserweise teleportiert wurden von der Hexe, die dann wohl doch mit den Heishi zusammenarbeitet. Und nachdem wir uns in der Pokémon-Arena selbst aufgegabelt haben, wir haben uns angeguckt und haben die Gabel aus unseren Hosentaschen genommen, so gabelt man sich heutzutage selber auf, mussten wir gegen diesen, keine Ahnung wie der heißt, kämpfen, gegen Zhu Yu aus Dynasty Warriors. Wir haben Dynasty Warriors in diesem Spiel, wir haben Pokémon in diesem Spiel. Und wir haben aber letztendlich verloren, nachdem wir gewonnen haben, haben wir verloren. Und der alte Rentner, der uns mehr oder weniger in Anführungsstrichen ausgebildet hat und so ein bisschen was erzählt hat, uns eine Unterkunft gegeben hat, der hat sich dann letztendlich schätzungsweise geopfert. Wir sehen ihn jedenfalls nicht mehr, sind jetzt hier mit Benke irgendwo bei Freunden untergekommen, bei seiner Cousine und seinem Cousin. Die haben uns erst angeboten, dass wir unser Amahagani verscherbeln, um dort Friede, Freude, Eierkuchen. Moment, das muss ich anreden, ne? Die Bäume im Garten sind mit Schnee geschmückt, weil, ja, weil ich habe nämlich gesehen, dass mein Radar anging, aber ich kann ja hier nicht schlagen. Sekunde. Ja, und blub und so. Ihr wisst Bescheid. Und wir werden uns auf jeden Fall mal hier umschauen und sollen, weil wir stärker werden wollen, auf jeden Fall den irgendeinen goldenen Tempel besuchen. Okay, also sie lebt doch noch. Sie ist wahrscheinlich hier hingewandert, als wir noch mitten im Kampf waren. Meister Gishi wusste anscheinend, dass ihr zu Kiyomori gehen und ihn herausfordern würdet. Ja, also Yoshitsune hat sich selbstständig gemacht. Wir wollten eigentlich Hilfe suchen, aber stattdessen wurde uns angezeigt, ja, geh gleich mal zum Imperator, so, ja. Das war überhaupt nicht unser Plan, aber wir hatten ja keine Wahl. Wir müssen für Meister Kishis sichere Rückkehr beten und in der Zwischenzeit tun, was wir können. Denken Sie daran, Ihr Spiel zu speichern. Immer noch Pro-Tipp. Bitte speichere dein Spiel. Nicht, dass du nachher, die Heishi besiegt hast, ja, und dann, in der Schlusssequenz kackt dein Spiel ab und dann hast du nicht viel gekonnt. Ich werde hier sein, wenn ihr Ruhe braucht. Kommt zu mir. Ja, gerne. Auch hier ein netter Effekt mit den, keine Ahnung, was das ist. Eis. Boden. Glas. Eisglas, Boden. Es ist wahrscheinlich einfach zugefroren. Dieser Holzboden hier ist einfach zugefroren. Ich kann euch nicht sagen, wie oft wir den Pausebildschirm noch sehen werden. Ich könnte mir die Mühe machen und den mal rausschneiden, aber irgendwie, das wäre zu krass, glaube ich. Dann dürfte ich ja hier, während ich laufe, den Scheiß nicht erwähnen. Also macht es überhaupt gar keinen Sinn. Na gut, es sieht irgendwie so, er hat so leichtes, leichte Ähnlichkeit mit dem. お気をつけて。お二人が安心して修行を全うできるよう、私もできる限りのことはいたします。すまない。面倒をかける。あと、水無月のことも見てやってくれないか。わかりました。こちらへ来てから元気がありませんものね。何があろうと力を手に入れ兵士を撃つ。 Toll, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was war das gerade für eine Frage? Bitte kümmere dich um Mitsuru? Kommt jetzt die Bitte Postbote? Ich esse jetzt eine Pizza? Wieso eigentlich immer Pizza und Essen? Wieso erwähne ich das immer? Es klingt so, als würde ich den ganzen Tag nur Pizza essen, meine Fresse. Nein, auch wie bei den Spielen brauche ich eine schmackhafte Abwechslung bei meinen wohlerhabenden... Wow, rutschig! Oder auch nicht? Mahlzeiten. Ja, das wollte ich sagen. Du bist der hier, der Typ.
Ah nee, du bist Banky, genau. Du bist der Banky. Konnte ich das vergessen? Nein, der ist, naja, ja. Ich glaube, meine Ohren sind nicht mehr so gut. Ich meinte meine Augen. Der Golden Tempel hat für uns ja wohl Vorrang. Soll ich gehen? Ah, nein, 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 nein. Ruh dich mal aus. Ja, du, du rennst mir eh wieder hinterher, wenn wir mal ehrlich sind. Warte mal, bevor wir jetzt gehen, aber hacken die Kristalle. 8. Angriff, Angriff, Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Okay, jetzt ist aber mal gut hier. Ich würde mal sagen, wir... Verteidigung. Ja, wieso denn nicht? So, ob ich jetzt viel Leben habe und viel Leben verlieren kann oder ob ich wenig Leben habe, aber ich das, weißt du, so... Ob ich jetzt ganz, ganz viel Schläge reinkrieg und viel Schaden nehme, aber da ich ja mehr Leben habe, also es ist dasselbe. Es ist, ganz ehrlich, es ist dasselbe. So, du hast viel Leben, verlierst viel, also kannst viel verlieren. Oder du hast wenig, aber du hast halt hartes Leben. Ich hatte ein hartes Leben hinter mir, also habe ich eine harte Verteidigung. Und da hau ich auf den Schreibtisch und ich weiß nicht warum. Gut, jetzt gehen wir mal wirklich hier raus. Bevor meine behinderten Witze hier noch den Yoshitsune einfrieren, das können wir nicht verantworten hier. Schließlich sollen wir auf den alten Rentner warten, dass er uns irgendwie hilft. Wir können ja mal die Leute anreden, die so sinnlos rumstehen. Seid gegrüßt, wie geht's mit der Ausbildung? Meine Güte, diese Legende vom Goldenen Tempel ist wahrlich nur Geschwätz. Was meint ihr, wenn ihr mehr über die Legenden wissen wollt, fragt die Leute in der Stadt. Denn ich bin keiner aus der Stadt, ich bin ein Asylant. Und wenn ihr je eure Amahagani loswerden wollt, gebt mir Bescheid, denn die können wir im Ausland gut gebrauchen. Wir schmuggeln gerne Zeug rüber. Oh Gott. ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, genau. Im Goldenen Tempel können wir die Kraft kriegen, um die Heshis zu besiegen. Ja, also das, da kann ja nichts dran sein. Sonst würden die das ja schon längst getan haben hier. Das sind die Zwillinge von Gamuhada Nasakane. Die berühmt-berüchtigten Zwillinge von Hamugana Natsade. Hidihira erklärte mir eure Lage. Ihr seid hier vor den Heshi sicher. Ruht euch aus und konzentriert euch auf die Ausbildung. Ja, meinst du, wir haben 3 Jahre Zeit, um mal kurz den Schlosser zu machen? Ich wollte eigentlich Schmied werden. Wer würde nochmal Schlosser werden? Ich glaube, der Benkei, weil er so Türen aufreißen kann. Ach ja, ich vergesse mal wieder, dass es Kreis ist. Der goldene Tempel auf dem Berg ist Shukenten geweiht, dem Gott der Waffen. Achso, deswegen hat sie Shukenten gesagt. Der Träger eines Amahagani erhält angeblich eine Audienz bei Shugenten. Aber wer weiß. Alles klar. Jetzt macht das Sinn. Das heißt, die anderen können nicht rein, weil sie alle nicht würdig sind. Alles klar. Gibt es eigentlich wieder einen Unterschied, ob ich nach links gehe oder nach oben? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, hier ist ja noch so ein bisschen Stadt. Hab ich gehört. Hab gehört, hier gibt's eine Stadt. Und eine alte. Weise alte Frau. Es ist unklar, ob die von Shugenten gespendeten Amahagani überhaupt noch hier in Hiraitsumi sind. Hidehira sucht nach den Amahagani, die über das ganze Land verstreut sind. Aber die meisten von ihnen haben die Heshi schon an sich genommen. Okay, nochmal, ganz kurz. Also die Shugenten, das ist der Ursprung der Amahaganis jetzt, oder was? Also, als ich die gesehen habe, wollte ich eigentlich was sagen, aber dann habe ich sie schon angesprochen. Immer diese Rentner, nämlich regt es so auf, wenn ich früh zur Schule fahre und überall sehe ich diese Rentner, weißt du, ich denke mir so, ey, die brauchen nicht arbeiten gehen, die könnten den ganzen Tag zu Hause sitzen und zocken, aber damals, da gab es sowas ja noch nicht, ja, da, ja, jetzt könnte man sagen, ja, die haben ja nicht mehr viel zu leben und laufen deswegen draußen rum, um das Leben zu genießen, aber es ist doch genau, die machen doch genau das Gegenteil, die könnten auch abgestochen werden da draußen. Und also, so toll ist es draußen nicht, ja. Also, verstehe ich nicht, aber gut. Unsere Generation, wenn wir erstmal Rentner sind, dann sind die Online-Server richtig voll. Kann ich mir gut vorstellen. Hallo! Hallo! Red mit dir! Hiraitsumi ist eine große Stadt und sie zu finden ist nicht so einfach. Ja, die Stadt ist groß, aber ist trotzdem nicht einfach zu finden. So, es ist wie mit Amerika. Amerika ist keine Stadt. Wie mit Los Angeles, das ist auch groß, aber sehr, sehr schwer zu finden. Oh, übrigens, ich sah bei einer Patrouille, kürzlich ein seltsames Licht. Wo das war, oh, jetzt, da ihr fragt, scheine ich mich nicht zu, bei einer Patrouille. Eine Patrouille hat ein seltsames Licht. Naja, es gibt so Klamotten, da sieht man dich besser im Dunkeln, damit du nicht überfahren wirst. Und da es ja hier Pferde gibt, man könnte ja übertrampelt werden, ne, also das macht schon Sinn hier. Ja.
Nur wenige dürfen Studentens Prüfung durchführen und noch weniger haben sie bestanden. Aber wenn ihr nach Macht strebt, dann könnt ihr sie wohl im goldenen Tempel finden. Alles klar. Zum Diktator sein, bitte links abbiegen. Dankeschön. Das wollte ich hören. Da ist ein seltsames Muster an der Wand. Die Worte in der Mitte lauten: Wenn alles getan ist, kehre zurück und die Tür zur Unterwelt öffnet sich. Schon wieder? Wir haben noch nicht mal die erste Unterwelt bewältigt. Jetzt wollen wir schon mit der zweiten Unterwelt ankommen. Oh mein Gott, es ist der Limbus. Überall existiert die Unterwelt. Und das in drei verschiedenen Sprachen. Gut, drei ist jetzt nicht so viel, aber... Den haben wir ja angequatscht. Ich glaube, der hat sich nur bewegt. Oder? Quatsch ihn mal nochmal an. Hiraizumi ist eine große Stadt, genau. Schwer zu finden. Hab gehört, da gibt es so eine Landkarte. Aber selbst da findet man Los Angeles nicht auf der Landkarte, tatsächlich. Bei Google Maps allerdings auch nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Das ist wahrscheinlich so die Abteilung, wo man Sachen kaufen kann. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Hallo! Ihr seid aus Hiyankyo, nicht wahr? Werft doch einen Blick auf meine Waren. Findest du das in Ordnung? Ach so, einen Blick? Ich wollte gerade sagen, werft doch was auf meine Waren. Meine Waren sind so toll, bitte bewerf sie. Wir haben Dinge, die es in Hiyankyo nicht gibt. Wir haben Lichte und Hüte und Tapeten und Klopapier. Nee, warte mal. Ja, das ist jetzt wieder die Frage, ob wir das schon haben. Aber er hat gesagt, Sachen, die es nicht gibt. Ja, kann ja sein, dass ich genau die Sachen kaufe, die es ausgerechnet doch gab. Ja, also... Ja, komm, wir kaufen uns das jetzt einfach mal... Einfach so, ja. So. Den Hammer, den brauchen wir nicht. Hier. Stahlschlagsahne. Ja. Nimm mal die Schlagsahne mit. Stahlspeer, nö. Der ist ja OVP. Wobei, das ist ja auch ein bisschen frech. Wieso zieht denn der mehr ab? Wahrscheinlich, weil man ihn aufladen kann. Oh, warte mal. Hätte vielleicht noch ein Stück weiter runtergehen sollen hier, ne? Ach, verdammt. Na gut. Ausnahmsweise, weil du es bist. Sonne an. Hier in Oshu sprechen wir nicht in ganzen Sätzen. Das gibt's in Hiyankyo auch nicht, dass die Leute nicht in ganzen Sätzen reden, ja? Hier, guck mal, Juwelenschwert. Ja, ausrüsten. Nicht angucken. Also auch ausrüsten. Angucken kannst du auch. Nee. Nö, nö. Hier können wir noch Giftamulett nehmen, aber das ist jetzt ein bisschen spät. Vielleicht sind wir ja noch vergiftet, aber... Sehe ja hier nichts. Wer bist du eigentlich? Als ich reiste, hörte ich Gerüchte von Genji-Überlebenden, die ihre Kräfte zusammenziehen. Seit kurzem heißt es Minamoto no Horitomo, der in Inzu im Exil war, soll einen Angriff auf Hiyankyo vorbereiten. Und ich schätze mal, den suchen wir auf. Vielleicht. Oder sind wir das? Nein, ich glaube, den suchen wir auf. Sekunde. Gott verdammt. Hallo. Hi. 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 Ihr seid aus Hiyankyo? Nein, aus Buxtehude. Ich hatte dort lebt ein Tengu. Stimmt das? Falls ja, würde ich ihn gerne sehen. Ich würde den auch gerne sehen, weil ich weiß nicht, von wem du redest. Ja. Du behauptest, ich würde irgendwelche Leute kennen, die, ja, du kennst. Die Welt ist manchmal tatsächlich klein. Aber manchmal ist die Stadt doch groß und man findet sie trotzdem nicht. Da ist doch mein edler Herr. Das ist doch mein edler... Kennen wir uns? Wieso seid ihr denn nach... Ach so, das ist derselbe. Der hat anscheinend auch gewusst, wann es Zeit ist, alles stehen und liegen zu lassen. Ah, gut, ich verstehe. Ich habe zwar nichts gesagt, aber er versteht. So, wir sind schon jahrelang Freunde und da braucht man nicht mehr reden miteinander. Deswegen rede ich auch nicht so, weil ich denke, die Leute verstehen nicht. Die Leute müssten mich doch verstehen. Ihr lasst euch ausbilden, um Kiyomo zu besiegen. Also ich bin nur hier, um Waren aufzunehmen. Es interessiert mich nicht, ich will einfach, dass du Sachen kaufst. Aber da ist in Hiyankyo so ungastlich. Ich habe die ganze Zeit da gelesen, ungastlich ist. Werde ich wohl eine Weile hier bleiben. Bis auf weiteres mache ich hier mein Leben. Mein Laden auf. Mein Leben auf. Ich schütte euch mein Herz aus. Beehrt mich also recht bald, versteht ihr? Ja, habe ich ja jetzt getan. Ja, dann fresse ich mal hier noch so ein paar Kräuter, ne? Das war jetzt überhaupt nicht übertrieben. Tatsächlich nicht. Wobei wir hatten hier
Verringert die Möglichkeit zu ver... ver zu gefrieren, zu verbrennen. Jetzt kommen die also hier mit Elementarschäden an, oder was? Naja, gut. Hi, Daddy. Arigato! Wenn das natürlich so ist wie mit dem Gift, dann braucht man den Schrott ja nicht, weil das ist ja eh nicht so toll. Ja. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal. Ist ein bisschen schade hier, dass es so verbuggt aussieht, aber gut. Hier ist alles von Unkraut überwuchert. In dieser Richtung komme ich nicht weiter. Ja, dieses Unkraut. Es ist auch wieder so eine Barrikade wahrscheinlich. Deswegen haben die Leute gerne Unkraut in ihrem Garten, weil das alles eigentlich eine Barrikade ist. Und dadurch verwandelt sich der Garten in einen Irrgarten. Deswegen heißt der Irrgarten, weil der Ursprung kam aus einem Garten voller Kraut. Oder so. Hä? Hiratsumi war einst eine kleine Stadt, aber seit Hidehira sie anführt, hat sie sich zu einer großen Stadt wie Hiyankyo ausgedehnt. Ja, deswegen wird sie bald kaputt gehen. Das ist ja mit Hiyankyo auch passiert. Also sollten wir vielleicht nicht so machen, dass die Stadt, die kaputt ist, als Vorbild nehmen. Also, ja, was heißt Vorbild? Haben sie ja nicht genommen, aber ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass das vielleicht Vorbild war. Da, wo ich herkam, da war einst alles super und die Leute wollen das jetzt alles nachäffen. Also müsst ihr auch den Untergang nachäffen. Eiskalt. Apropos eiskalt, hier ist es ziemlich kalt. Hoho. Ja, guck mal hier. Nein, nein, ich will zurück. Oh, nö. Wir werden niemals erfahren, ob Bänke Bausteine schieben kann. Bob, der Bausteinmeister. Also mir war jetzt schon klar, dass wir nicht mehr gegen Soldaten kämpfen, aber das ist jetzt so ein bisschen behindert, oder? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Okay. Wir machen einfach mal das. Vielleicht können wir die blenden. Na, okay. Hätte ja sein können, dass sie davon schon kaputt gehen. Na gut. Finde ich jetzt schon so ein bisschen unangenehm hier so als Nicht-Insektenfreund. Nein, also Insekten in Spielen machen mir eigentlich nicht wirklich was aus, weil das ist so, das habe ich ja schon mal des Öfteren so erzählt. So, ich mag keine Insekten, ich hasse Spinnen. Aber, ich dachte gerade, da wäre eine Spinne, aber das war so sein Haar. Oder was auch immer da hinten baumelt. Aber ich weiß ja als Spieler, dass es nicht real ist und dass ich ja den Abstand habe, weil das ist ja, das kommt ja nicht aus dem Bildschirm raus. So, wenn jetzt hier eine Spinne am Bildschirm wäre, dann würde ich schreien, aber. Ah! Nein, war ein Spaß. Da war jetzt keine Spinne. Aber, ja. Oh mein Gott, wieso kam die Spinne jetzt? Was für ein Zufall. Okay. Plötzlich Steinsoldaten. Die haben auch nur auf mich gewartet. Na gut. So viel zu dem Thema. Soldaten sind Soldaten. Interessiert mich doch nicht, von welcher Fraktion ihr seid. Oh, der war schön. Oh, der war noch schöner. Ich glaube, das hat er sogar geblockt. Kann ich die Waffe aufheben? Oh nein, nein, da war ich zu langsam. Nö. Nein, jetzt fängt er auch noch an zu brennen. Er ist verlegen. Ich sah so sexy aus, jetzt ist er total rot angelaufen, Mann. Da dachte sich so, oh mein Gott, der schlägt ja besser zu als meine Ex-Freundin, oh mein Gott. Oh mein Gott. Bans, 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 bans. Der hält aber eine Menge aus hier. Trotzdem ich Angriff schon auf Level 80 hab. Hätte man vielleicht doch mit Benkei battlen sollen. Na gut. Da haben wir schon mal die Vorprüfung schätzungsweise abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch ein Seminar halten und dann sind wir voll dabei hier. Kann da hochspringen, bringt aber nichts. Ist jetzt ein bisschen schwierig hier tatsächlich auf mein Radar zu achten, weil es ist ja so ein bisschen hell. Sekunde. Jetzt ist es mal kein Hustenanfall. Ja, okay, eine Minute. Es war so klar. Es war so klar. Wir gehen aber trotzdem nochmal rein hier. Nochmal, waren wir schon mal drinne? Ich habe ein Déjà-vu, oh mein Gott. Nein. Na gut. Ja, ich würde mal sagen, wir speichern. Zu Villa der Hiratsumi gehen. Ne, eigentlich wollte ich ja speichern. Ja, jetzt verstehe ich auch, was es mit den Symbolen auf sich hat. Also das gelbe Symbol heißt, wir können nur porten. Oh. Und das andere Symbol heißt, wir können speichern und porten.
beziehungsweise nur speichern. Oshu Hiraizumi ka. Konna tokoro made kuru koto ni naru to wa na. Yakkai desu zo. Hidehira no gun wa anadoremaseru. Kureguremo shinchou ni koudou sare. Wakatte oru. Shinchou ni yattemo sugu ni kata ga tsuku. Yoshitsune dono. Benkei ka. Doushita? Shizuka-sama. Dieser Benkei, Alter. Amahagane o ayatsuri shimono tachi yo. Hikari no mon o kuguri ware no moto e kitare. Kono naka ni haire to iu koto ka. Yuke ba sono shoutai wakarimashou zo. Benkei ist wie so ein Köter, jetzt mal ganz ehrlich. Und wieso ist sie da? Ne, es ist kein Speicherpunkt. Ich wollte gerade sagen, wieso ist sie da Speicherpunkt? Ja, mal abgesehen davon, dass der Typ in Rot ziemlich arrogant ist, habe ich so langsam das Gefühl, dass in ihren Amahaganes GPS ist. So. So ein bisschen wie mit Handys, dass sie unser Amahagane orten können, so per Google Maps oder so. Kann ja nicht wahr sein, dass sie uns schon wieder auf den Fersen sind. Aber gut, auf Finger von Win. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Genji, Gottverdammt. Ich mache jetzt wieder Pause. Also, ja, gut, das, ja. Oder? Ne, ich spiel noch eine Runde weiter, ja. Ich wollte eigentlich ein bisschen Fernsehen gucken, aber ich bin gerade wieder so lustig drauf, dass ich jetzt noch ein bisschen weitermache. Dann werden wir gleich mal schauen, was der goldene Tempel so für Gefahren für Prüfungen für uns bereithält, ob der rote Typ noch vorbeikommt, um uns wieder zu sagen, dass ihm niemand gewachsen ist, ob Benkei es schafft, wieder den Weg frei zu machen, oder ob das alles ein Traum ist und ihr seid eigentlich gerade mitten in der Schule und solltet eigentlich aufwachen, weil ihr, weil der Lehrer euch gerade im Auge hat und eigentlich hättet ihr schon vor 10 Sekunden an der Tafel stehen müssen und der Lehrer ruft die ganze Zeit und verlangt eine Antwort von euch und ihr schläft aber. Ihr seid hier in einem Traum gefangen und ich würde mal sagen, ihr wacht jetzt auf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya. Wacht auf! Los jetzt!